Morgen geht's los. Das Theater Arts spielt bis Ende März die Operette Orpheus in der Unterwelt. Ein farbenprächtiges, abwechslungsreich und immer wieder ein überraschendes Spektakel, schwärmt Christian Stempfli, der an der Hauptprobe vorbeischaut. Aufgeregt und mit einem Strahlen hat mich Sandro Forni von der Theatergesellschaft Art an Platz gebracht und gesagt, jetzt geht's los. Insgesamt arbeiten über 200 Leute für die Theatersaison. Ein Live-Orchester unter der Leitung von Beat Blättler spielt unten innen und auf der Bühne stehen 45 Darstellerinnen und Darsteller. Wir haben in Art noch nie so etwas gespielt und ich denke, diese Vorführung die ist auch sehr, sehr speziell. Also es ist farbenprächtig, es ist üppig, es läuft wahnsinnig viel auf der Bühne und man weiss gar nicht, woher schauen vor so vielen schönen Sachen. Es ist wirklich einmalig anders, als wir es bis jetzt gehabt haben. Orpheus in der Unterwelt ist eine Operette von Jacques Offenbach aus der Mitte des 19. Jahrhunderts mit Musik, die weltberühmt worden ist. In dieser Operette ist der Cancan mehrfach gespielt und der Cancan ist natürlich zum Symbol geworden, eigentlich vom französischen Tanz. Man denkt an Moulin Rouge etc. Und der Cancan wird also äußerst üppig und lang wird er getanzt und es ist ein Augenschmaus zum Zuschauen, wirklich schön. Der Orpheus aus der antiken griechischen Sagenwelt muss seine Eurydike aus der Unterwelt zurückholen. Aber anders als im Original will er sie eigentlich gar nicht zurück. Er macht es nur, weil es die öffentliche Meinung will. Man mokiert sich ja eigentlich um die höhere Gesellschaft, wo der Gleiche tut, sie sind perfekt, sie sind die moralisch Korrekten etc. Transportiert das einfach auf die Götterwelt. Also Götterwelt im Himmel, die müsste ja anständig sein, entpuppt sich dann aber als ebenso lüstern oder ebenso menschlich, wie das alle sind. Es heisst, bei einer Aufführung hat sogar der Kaiser Napoleon III. Riesig den Plausch gehabt, ob schon er in der Operette hochgenommen wird. Und wenn man die Vorführung sieht, ist man versucht, Bezüge auf die heutige Zeit zu machen, wo man von irgendwelchen politischen Statements gehört, wo man müsste so und so korrekt sein oder sagen wir mal auch die politische Korrektheit, die man heutzutage verlangt. Und auf der anderen Seite gibt es einen Hintergrund, der eben sehr menschlich ist, wo man sagt, hey Moment, aber eigentlich funktionieren die alle gleich. Es geht um Schein und Sein, darum geht es eigentlich. Sagt Regisseurin Elia Duscha-Kedwesch über eine besondere Operette, die manchmal wie ein Musical daherkommt. Ich denke, das Spezielle ist wirklich dieses Jahr, dass wir kein historisches Setting haben wie in den anderen Jahren, sondern wirklich volle Fantasie. Wir sind in einer Sagenwelt und das gibt natürlich völlig freien Spielraum, was die optische Gestaltung und überhaupt alles angeht. Über 30 Laien und 9 Profis, Solisten, lassen einen staunen. Ich bin hochzufrieden, dass so viel ist, so komplex, so viele Details, so vieles, was in der Bühne passiert. Jeder Chorist hat eine einzelne, separate Rolle. Ist es natürlich ein unheimlicher Aufwand und viele Eckpunkte, wo man sich reibt, aber wir haben überall eine Lösung gefunden. Es ist wunderbar. Und ich staune mal für mal, wenn wieder ein neues Bühnenbild da steht. Wir reisen in Olymp, in Götterwelt, auf die Erde und eben auch in die Unterwelt. Aus der ganzen Schweiz kommen jetzt dann garweise Operettenfans auf Art bis Ende März, um zu schauen, was Profis und Laien seit dem Sommer auf die Beine gestellt haben. Was sicher das Jahr uns extrem gefreut hat im Theater Art, wir haben drei junge, neue Solistinnen und einen Solist. Und beispielsweise einer der Solisten, der schon als Kind hat im Theater mitgespielt und ist jetzt ein guter Solist, schon in seinem jungen Alter. Also wirklich grandios. Sagt Sandro Forni. Und drei von den Laiendarstellerinnen, Lia, Bianca und Valentina aus der Region Argoldau, die schon zum dritten Mal dabei sind, freuen sich, dass jetzt eine über 200-jährige, vielgerühmte Bühnentradition in die neue Saison startet. Es ist aufregend. So mit all diesen Lichtern und so, es ist mega cool. Ja, wenn dann halt der Vorhang aufgeht, ist dann schon das erste Mal so wow. Aber dann mit der Zeit gewöhnt man sich dann dran. Die Premiere ist am Samstag und da gibt es viele Aufführungen von Orpheus in der Unterwelt im Theater Art bis Ende März. Alle Infos unter theaterart.ch.